Jo, servus. Heute mal das Video von Terrafe, der Capucco, wie man das ausspricht. Ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht ganz genau. In der Nähe geht eine Bahn vorbei mit irgendeinem Nebengeräuschen. Ja, also das ist das 140 mm Modell. Ein kleines Video vom 110er habe ich schon gemacht. Heute einfach mal dass dieses etwas größere ausprobieren. Das ist ein richtig handliches Teil, richtig feine Größe, wie ich finde. Liegt richtig geil in der Hand, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Es klebt förmlich in der Hand. Ich würde einfach mal dieses Stück Holz etwas bearbeiten. Noch mal schauen. Ja, ich habe nur dieses Stück Holz zur Verfügung. Aber ich glaube, das lässt sich auch durchhacken. Mal sehen, ich würde sagen, ich mache mir jetzt mal einen kleinen Knüppel. Mal schauen, ob das funktioniert, aber ich glaube schon. Geht mit Lennart bestimmt etwas besser. Dann kann man auch gut einen Lennart anbringen. Okay, mein erster Einsatz. Ja, ist man in der Natur, hat man nichts anderes zur Verfügung. Man braucht so Holz. Es geht. Also es ist wirklich ausreichend von der Hauwirkung her. Geht eigentlich ganz gut. Ja, jetzt bin ich bald durch. So. Kann man auch hier recht gut halten. Ja. Das reicht jetzt. Okay, ja, wollte nur mal probieren, wie es eigentlich zum Hacken ist, das Teil. So, mal schauen. Ob das funktioniert mit einem Knüppel, also wie es funktioniert, besser gesagt. Ist nicht ideal der Knüppel, aber egal, probieren wir mal. Ja, okay. Also der Knüppel ist leider ist wirklich viel zu leicht für diesen Einsatz hier. Aber egal, einfach mal locker das Messer hier testen. Also das 140er Modell, das finde ich wirklich ziemlich optimal. Eine richtige universelle Größe. Zu lang ist ja auch nicht ideal, dann ist das nicht mehr so angenehm zum Schnitzen. Aber das ist einfach sehr sympathisch, sage ich da. Der Griff geht wirklich nicht besser. Das liegt so geil in der Hand. Ja, okay, also schnitzen geht hervorragend, wirklich. Das ist wirklich ein tolles Messer.
Essen. Ja, es ist wirklich eine angenehme Länge eben, auch sozusagen beim Betonen. Es ist natürlich angenehmer, wenn man eine längere Klinge hat. Wirklich. So geil, das Messer. Okay. Auch zum Löckern machen, traumhaft. Auch die Länge von der Klinge eben wieder. Ich bin da noch kein Profi, wirklich nicht. Löckern machen, irgendwie ist das. Ja, das ist wirklich Übungssache. Dass die eben am Holz bleiben, wo es geht halbwegs, aber. Ja, bei einem Outdoor-Fix ist die halbe Miete natürlich der Griff. Und dieser hochgezogene Scandi-Schliff, der ist Outdoor zum Buschgeschäft. Meiner Meinung nach ziemlich optimal. Okay. Ja, jetzt will ich wieder mal versuchen. Das hier zu entzünden. Auch den Klingenrücken ausprobieren. Ja, das war jetzt das zu erwarten. Mal schauen, dass hier so funktioniert. Okay, hier probieren. Okay, Moment, Leute. Schneide ich einfach nochmal hier ab. Das ganze Stück hier. Ja, das beißt sich super rein. Ja, mal schauen, ob das hier schon entflammt. Das ist etwas wenig, aber ich will einfach nur das Messer hier ausprobieren. Ja, ich weiß nicht, der Klingenrücken ganz ideal. Scharf ist er nicht, finde ich jetzt so. Probieren. Ja, ich sag mal, zur Not funktioniert es, aber da ist wirklich nicht so scharfkantig. Oder vielleicht hier etwas besser. Ja, hier weiter hinten ist der schärfer. Ja, auf jeden Fall. Okay. Nochmal kurz hier versuchen. Ah, egal. Das ist etwas zu wenig. Ich will hier nicht rumrucksen. Okay. So weit, so gut. Die Spitze ist übrigens auch super robust, wie ihr seht. Es ist wirklich eine sehr robuste Spitze. Ich glaube, da bricht man nichts ab.
kann man wirklich auf jeden Fall. Da habe ich keine Bedenken, dass da etwas bricht. Das ist wirklich ein Messer für grobe Arbeiten. Das kann man bedenkenlos wirklich für sehr grobe Einsätze verwenden, das Teil. Kann wirklich mit Kraft hier Löcher machen. Also einfach ein Messer für harte Outdoor-Einsätze. Ja, und natürlich immer noch super scharf, also beim Hacken vorhin. Das hat hier keine, hat der Schneide nichts ausgemacht. 140 mm Modell, meiner Meinung nach, wenn man nur eines will, die bessere Wahl. Ja, 4 cm eben länger zum. Ah, sorry, nur 3 cm, das eine hat die 110 mm, glaube ich. Ja. Der Griff ist sowieso der Wahnsinn und hier hinten kann man eben auch etwas zertrümmern und so weiter. Eben Full Tang, aufgespritzter, total angenehmer, griffiger Griff, auch eben bei nass, kaltem Wetter liegt er warm in der Hand, weil hier eben die Klinge nicht rausschaut. Das ist für mich einfach nur ein geniales Werkzeug. Ja, für draußen. Man kann mit wirklich, hat man hier noch ein Lanyard dran um das Handgelenk, dann kann man das wirklich recht gut zum Hacken verwenden. Ihr seht, das geht wirklich recht gut. Also diese Länge finde ich etwas genialer. Gefällt mir auch beim Arbeiten hier etwas besser. Hat einfach etwas mehr Klinge zur Verfügung, was eben hier nur ein Vorteil ist. Das Teil ist eben noch nicht zu lang. Sehr geiles Teil. Okay, das war es, diesen kurzen Outdoor-Test. Terefe, ja, sorry, ich weiß es noch nicht, wie man das jetzt richtig ausspricht, aber steht sowieso in der Titelbeschreibung vom Video drin, wie das Messer genau heißt und die Scheide selber. Auch sehr praktisch. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Winter dann wäre, eben wenn man das Messer viel braucht. Beim harten Einsatz im Winter, wenn das Schnee hier reinkommt und das schmilzt und dann gefriert es wieder. Ja, man kann das natürlich wieder auftauen. Also von dem her, es hat ja auch einen Plastik-Einsatz hier drin verbaut. Ich glaube, da kann auch Wasser auslaufen. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ansonsten. Sehr praktisch im Einsatz. Eben wie in einer Kydex kann man beim Arbeiten das Messer wieder schnell versorgen. Einfach hier rein. Es trägt sich auch angenehm am Gürtel. Ja, okay. Das war es dann für diesen kurzen Video hier. Tolles Teil, richtig tolles Teil. Dankbarer Stahl eben auch, den man auch recht gut schärfen kann. Es ist kein mega harter Heinstahl, was bei so einem Automesser auch nicht optimal ist, finde ich. Es ist etwas ein flexibler Stahl eben. Da bricht eben nicht so schnell etwas, wenn überhaupt mal das schafft. Aber ich glaube, das schafft man. Und mal ein Einsatz sowieso nicht, dass hier mal etwas bricht, von dem her. Okay, tolles Messer, bin ich wirklich begeistert von dem Teil. Kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, die längere Variante, einfach etwas universeller auf jeden Fall. Es ist nur ein Vorteil. Okay, also Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.